Im September 2000 beginnt in Bayern die Mordserie des nationalsozialistischen Untergrunds. Hier werden die meisten Todesopfer beklagt. Hier muss sich Beate Zschäpe vor Gericht verantworten. Ein im Fernsehen nie gezeigtes Video aus München. Brisante Fotos, neue Recherchen und ein exklusives Interview mit einem alten Kameraden von Uwe Mundlos eröffnen für Bayern einen völlig neuen Blick auf die Verbrechen der gefährlichsten rechtsextremen Terrorzelle seit 1945. München, 1. März 1997. Neonazi-Protest gegen die sogenannte Wehrmachtsausstellung. Es ist der größte Aufmarsch von Rechtsextremen seit Jahrzehnten. Mit dabei, wie diese Aufnahmen zweifelsfrei dokumentieren, Uwe Mundlos. Und links neben ihm Uwe Bönhardt. Beide kamen immer wieder nach Bayern. Nach monatelangen Bemühungen ein Treffen mit einem ehemaligen bayerischen Kameraden von Uwe Mundlos, exklusiv. Er will unerkannt bleiben, weil er heute ein bürgerliches Leben führt. Man hat sich auf einem Konzert kennengelernt und man hat sich gut verstanden. Dann hat man sich mal wieder getroffen und dann hat sich ein bisschen ein Kontakt herauskristallisiert, wo man sagt, ach, mit dem telefoniere ich mal, man hat was ausgemacht. Komm, treffen wir uns und trinken wir mal ein Bier zusammen. Auch er ist damals dabei in München, am Jakobsplatz, dem zentralen Aufmarschgebiet. Versteckt in einem Gebäude macht ein Amateurkameramann diese nie gesendeten Filmaufnahmen. Hier kommt eine der größten Marschformationen ins Bild, der sogenannte Thüringer Heimatschutz. Die Fahnenträger bilden das engste Umfeld des späteren NSU. Und oben im Bild eindeutig zu erkennen, Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt. 4 Jahre später werden sie in München morden. Für seinen bayerischen Freund war Mundlos ein anständiger Kamerad. Er war durchaus ein geselliger junger Mann, mit dem man auch mal lachen konnte und seinen Spaß hatte. Intelligent, kameradschaftlich. Er war keiner, der ein sogenannter Pseudoskinhead war, der das einfach mal lustig fand, irgendwo da mit der Meute mitzulaufen. Mitte der 90er Jahre ist Niederbayern ein Brennpunkt der rechtsextremen Szene. Ein Neonazi-Treffen in einer Kiesgrube bei Straubing macht im Sommer 1994 Schlagzeilen. Im bayerischen Straubing überprüfte die Polizei etwa 30 junge Leute, die volksverhetzende Lieder gesungen hatten, und nahm 6 Personen fest. Sichergestellt wurden Musikkassetten und Schlagwerkzeuge. Einer der Festgenommenen ist der Professorensohn und spätere NSU-Terrorist Uwe Mundlos. Im vergangenen Sommer fahren wir nach Niederbayern, um am Ort des Geschehens einen pensionierten Polizisten zu treffen. Heute ist dort ein Acker. Versteckt in einem Gebüsch beobachtet der Beamte in jener Nacht die jungen Neonazis am Lagerfeuer, wie sie rechtsextreme Musik hören. Da ist also dann auch mitgesungen worden und da haben sie also gesungen vom Text nach, wir scheißen auf diese Judenrepublik und den Juden das Messer, also mit dem Messer nur Juden und Messer irgendwas abstechen. Der Polizist wird Zeuge eines menschenverachtenden Schauspiels. Es ist mir aufgefallen, dass welche dabei waren, die haben also den Juden das Messer in den Leib, immer so mit Feuer im Hintergrund und der Handgriff, so, das war also schon irgendwie gespenstisch. Ja. Die haben das quasi nachgestellt, ja, wie sie genau, das Messer genau in den Leib rammen. Ja, genau. Aschaffenburg, 1996. Ein Neonazi-Aufmarsch mit Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos. Ein Bild mit Seltenheitswert, denn die meisten Zusammenkünfte finden in Thüringen statt. In Mitteldeutschland gab es damals für uns einfach mehr Freiheiten. Man konnte sich frei bewegen als Nationalist, auch wenn man oft mehr erkennbar war.
Es gab dort keinen Ärger mit irgendwelchen Migrantenbanden. Man war in der Bevölkerung auch durchaus beliebt. Man konnte in ein Restaurant gehen, ohne dass man blöd angequatscht worden ist. Man konnte durch die Stadt laufen, ohne dort Probleme zu bekommen. Wer damals in Orten wie dem thüringischen Saalfeld das Sagen hatte, zeigt dieser Filmausschnitt. Rechtsextreme verteilen Flugblätter gegen eine linke Demonstration. Völlig normal. Nur einer stört sich daran. Ein Linker. Er wirft einen Stein. Die Neonazis jagen ihn. Die Polizei ist nicht mehr Herr der Lage. Eine typische Szene. In den Räumen der evangelischen Jungengemeinde in Jena treffen wir die Landtagsabgeordnete Katharina König. Sie beobachtete als Schülerin, wie sich in den 90er Jahren in Thüringen eine höchst aktive Neonazi-Szene herausbildete. Jedes Wochenende gab es in Thüringen irgendwo eine Neonazi-Veranstaltung, ein Fußballturnier, ein Konzert, eine Zusammenkunft, eine Schulung, eine Wehrsportübung oder. Zum Teil ganz normal in öffentlichen Gebäuden angemietet, auch direkt von Neonazis angemietet, ohne auch nur die Idee, das abzusagen, das zu verhindern. Wie gering der Verfolgungsdruck durch die Behörden damals in den neuen Bundesländern ist, zeigt dieses Video eines Nazi-Fußballturniers, das der ARD exklusiv vorliegt. Uwe Böhnhardt, mittendrin als Schiedsrichter. Einige seiner Fußballkameraden zählen später zum engsten Umfeld des NSU. Nach dem Spiel feiern sie auf ihre Art. Wenige Wochen nach der Wiedervereinigung in den neuen Bundesländern. Der Rechtsterrorist Friedhelm Busse mit Wohnsitz in Neubiberg bei München hält eine Rede. Nicht zu fragen, was hat ein Mann wie Adolf Hitler damals getan, sondern was würde ein Mann wie Adolf Hitler heute tun? Und er würde hier nicht von einem vierten Reich schwafeln, sondern er würde kämpfen, dass wir wieder ein deutsches Reich werden in seinen angestammten Grenzen und in seinen angestammten Sprachraum. Figuren wie Friedhelm Busse und andere bayerische Alt- und Neonazis ziehen damals durch die neuen Bundesländer. Ungehindert verbreiten sie nach dem Zusammenbruch der DDR ihre rechtsextremen Ideen auch unter jungen, orientierungslosen Menschen, sagt der Berliner Politikwissenschaftler Harjo Funke. Von denen haben sie es. Von denen haben sie diese Heroisierung des Nationalsozialismus, obwohl er ja furchtbar gescheitert ist. Das ist ja sehr schwer zu verstehen, dass man ein total gescheitertes Projekt so heroisiert. Aber das hängt mit diesen Identifizierung mit der Großelterngeneration zusammen. Von großer Bedeutung für unsere Recherchen der Publizist Peter de Hust. Aufnahmen aus einem ARD-Film von 1994, eine Sonnwendfeier, die an alte Nazi-Rituale erinnert. Einer der Teilnehmer ist Peter de Hust. Ich werfe den Kampf für die Zukunft des Volkes. Ihm wollen wir dienen. Coburg in Oberfranken, nahe der bayerisch-thüringischen Landesgrenze. In der Bahnhofstraße befindet sich damals der Nation-Europa-Verlag. In dem Verlag erscheint auch Peter de Husts rechtsextreme Monatszeitschrift Nation und Europa. Nation und Europa stellt sozusagen in Reinform die Ideologie der Neonazis dar. Natürlich werden gewisse Begrifflichkeiten vermieden und gewisse Absolutheitsforderungen nicht verschriftlicht. Aber das ist das, worauf Neonazis in ihrer Ideologie aufbauen. Rassismus ist ein Wort, was heute Rasse negativ besetzt ist. Aber auch wenn es die Linke nicht wahrhaben will, naturwissenschaftlich gesehen gibt es Rassen.
Der Husts wohl prominentester Zögling ist Tino Brandt, der Anführer des Thüringer Heimatschutzes. Wir erinnern uns. Gemeinsam mit seinen Kameraden Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt demonstrierte Brandt in München. Den Heimatschutz organisiert Brandt auch von Coburg aus. Tino Brandt hat für die Struktur gesorgt, also für Räumlichkeiten, in denen sich getroffen werden konnte. Er hat für entsprechende, ich nenne es mal Schulungsmaterialien gesorgt, die es in Ostdeutschland damals in der Häufigkeit so noch gar nicht gegeben hat. Er hat aber auch dafür gesorgt, dass zum Beispiel Demonstrationen angemeldet wurden. Er ist derjenige, der die Ideen bringt. Ohne Tino Brandt, sag ich, hätte es diese Art der thüringenweiten Neonazi-Struktur nicht gegeben. Und hätte es auch diese Militanz des Thüringer Heimatschutzes nicht gegeben. In der Husts Zeitschrift Nation und Europa schaltet Brandt immer wieder Anzeigen für seinen Heimatschutz. Zielstrebig knüpft er ein höchst rechtsextremes Netzwerk. Hat ihm der Hust dabei geholfen? Führte er Brandt und sein Netzwerk in die Kreise des etablierten Rechtsextremismus ein? Die Recherchen führen uns nach Berlin, zum Hauptquartier der NPD. In diesem Haus hinter dieser Stahltür haben wir einen Termin mit dem NPD-Bundesvize Frank Schwert. Er bestätigt unsere Vermutung. Das war auf einer dieser Veranstaltungen. Da hat mir dann also die Hust vorgestellt. Das ist der Tino Brandt hier aus Rudolstadt, nicht? Und da war er noch sehr distanziert mir gegenüber, nicht? Hat dann also mir irgendwann mal seine Adresse gegeben und Telefonnummer. Und da hat er sich noch als Vertreter der Antifa aus Thüringen dann ausgegeben. So hieß der Laden. Damals war der Begriff Thüringer Heimatschutz noch nicht da. Und ja gut, dann haben wir uns mal getroffen und so sind wir dann da so miteinander klargekommen, nicht? Und haben dann relativ gut zusammengearbeitet. Der Thüringer Heimatschutz stellt Schwert zum Beispiel einen Chauffeur zur Verfügung, um Propagandamaterial nach Würzburg zu transportieren. Der Fahrer heißt Uwe Mundlos. Er war also im Prinzip mir gegenüber jedenfalls sehr wortkarg. Ich habe ihn damals bei der Fahrt oder zu der Fahrt hin zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Wird gesagt, das ist der Uwe Mundlos, der fährt dich runter und fährt dich wieder zurück. Und wir haben das dann bei den Leuten, die da gewartet haben, auf die Zeitung und nur noch einen Kaffee getrunken und sind dann also am selben Tag wieder zurückgefahren nach Jena. Dort richten die späteren Terroristen ein geheimes Depot ein. Und zwar genau hier, in diesem Garagenkomplex am Stadtrand von Jena. Nummer 5 und 6 wurden von Mundlos, Zschäpe und Böhnhardt genutzt. Im Januar 1998 tauchen die drei ab, während die Polizei die Garagen durchsucht. Die Ermittler finden Waffen, Sprengstoff, Propagandaschriften. Darunter aus dem Coburger Nation Europa Verlag auch dieses Buch. Mundlos und Böhnhardt haben es nach Kontroversinformationen mit Begeisterung gelesen. Es verherrlicht den Kampf der weißen Siedler in Südafrika, lieferte der Coburger Nation Europa Verlag Argumente für den Rassenhass der Thüringer Neonazis. Sie brauchen für eine solche wahnsinnige Ideologie natürlich Belegpunkte, scheinbare Evidenzen. Sie brauchen Stoff. Sie brauchen Personen, sie brauchen Beispiele, sie brauchen Erfolge. Und natürlich war, solange der Apartheidsstaat existiert hat, das ein zentrales Modell. Da hat eine rassisch reine weiße Minderheit den Kampf mit der großen Mehrheit aufgenommen. In Coburg fanden auch die sogenannten Südafrika-Seminare statt. Eine treibende Kraft ist Peter de Hust. Szenegrößen wie Frank Schwert knüpfen hier Kontakte zu den jungen Thüringer Kameraden. Und diese treffen hier Freunde des weißen Südafrika, die später noch eine Rolle spielen werden. Eine knappe Fahrtstunde von Coburg entfernt, Kahla, im Süden Thüringens. Ein Waldgrundstück mit einer Hütte, gezimmert aus Munitionskisten. Früher ein Treffpunkt des Thüringer Heimatschutzes. Tino Brandt kam hierher. Und Uwe Böhnhardt, schon damals gilt er als Waffennarr. In der Wand Einschusslöcher, vermutlich Projektile eines Luftdruckgewehrs. Erste Schießübungen. Wenige Jahre später mordet Uwe Böhnhardt mit scharfen Waffen. Und insofern passt es auch, dass wir eine solche Terrortruppe bekommen haben. Das passt zur Ideologie. Das haben sie sich auch selbst so erklärt.
die Mordgruppe des NSU. Wir sind auf dem Weg zu einem neuen Nationalsozialismus. Und das, was wir dazu brauchen, ist die Entfesselung eines Kampfes darum. Das Grundstück gehört Peter de Hust. Er will nicht gewusst haben, was hier passierte. Handschriftlich teilt er uns mit, Zitat: Nach meiner persönlichen Überzeugung ist das schmale Grundstück wegen seiner Lage und Beschaffenheit für Schießübungen völlig ungeeignet. Die Namen Böhnhardt, Schäpe und Mundlos will er damals nie gehört haben. Doch das engste Umfeld des Trios kannte Peter de Hust bestens. Jena, 1. Dezember 1999. Ein Bündnis linker und kirchlicher Gruppen demonstriert gegen die Vortragsveranstaltung einer rechtskonservativen Studentenverbindung. Eingeladener Gast ist Peter de Hust. Der Thüringer Heimatschutz nimmt den Publizisten aus Coburg in Empfang, schirmt ihn ab und stößt das Kamerateam eines lokalen Thüringer Fernsehsenders Rüde zur Seite. Hau ab, Mann. Mittendrin ist Tino Brandt, der Mitarbeiter im Coburger Nation Europa Verlag, mit Kontakten zum untergetauchten Trio. Unter den Demonstranten ist auch die Tochter des Jenaer Pfarrers Lothar König. Mich hat das schon wütend gemacht, ihn da so herablassend, selbstsicher, arrogant stehen zu sehen, umgeben vom Thüringer Heimatschutz, in dem Wissen darum, was der THS sonst jeden Tag anrichtet, wie er Menschen überfällt und zusammenschlägt. Und der steht da als vermeintlicher Geschäftsmann und als älterer Herr, nobel, zwischen denen, mit denen und fühlt sich wohl. Er fühlt sich wohl in der Anwesenheit und unter dem Schutz des Thüringer Heimatschutzes. Und es gibt überhaupt keine Distanzierung. Peter de Hust bricht mit Tino Brandt erst, als dieser 2001 als V-Mann des Thüringer Verfassungsschutzes enttarnt wird. Die Kontakte Brandts zum untergetauchten Trio seien ihm, de Hust, damals nicht bekannt gewesen. September 2000. Am Stadtrand von Nürnberg. Mord an einem türkischstämmigen Blumenhändler. Ein knappes Jahr später wird in der Nürnberger Südstadt ein Schneider türkischer Herkunft erschossen. Nach einem Mord in Hamburg wird in München, neben einer Polizeidienststelle, ein Gemüsehändler regelrecht hingerichtet. Danach ist klar, es handelt sich um eine Mordserie, da die Täter immer die gleiche Waffe benutzen, eine Ceska, ähnlich wie diese hier. Die Polizei vermutet zu diesem Zeitpunkt die Täter im Bereich organisierte Kriminalität. Kurz nach der NSU-Entdeckung interviewen wir den ehemaligen Ermittler Josef Wilfling. Heute gibt er keine Interviews mehr, weil er Zeuge im Prozess gegen Beate Zschäpe ist. Ich glaube, dass man das ohne weiteres sagen kann. Allein schon diese gezielten Schüsse aus nächster Nähe sprachen schon dafür, dass es sich hier um eiskalte Profis gehandelt hat. Im Juni 2005 schlagen die Täter wieder in Nürnberg zu. Der Betreiber eines Dönerstandes wird aus nächster Nähe erschossen. Im November 2011 treffen wir am Tatort einen Sprecher der Polizei. Erneut gehen die Täter ein hohes Risiko ein, denn sie morden am helllichten Tag. Wir haben hier in der Schadowstraße natürlich eine doch um diese Zeit sehr stark frequentierte Straße. Es ist sehr viel Personenverkehr. Hier drüben war ja diese Dönerbude und auf der anderen Seite schräg gegenüber eine große Schule, wo sich auch die Schüler in der Pause mit Dönern natürlich versorgt haben. Doch diesmal gibt es eine heiße Spur. Zeugen haben in der Nähe des Tatortes zwei Männer beobachtet, wie sie eine Karte studierten. Mit Mountainbike seien sie in Richtung Dönerstand gefahren. Auf einem Parkplatz nicht weit entfernt werden sie erneut gesehen, wie sie ihre Fahrräder in einem Minivan verstauen. Schon beim ersten Münchner Mord hatten Zeugen zwei Fahrradfahrer beobachtet. Rückblickend ist klar, die Ermittler sind auf der richtigen Spur. Einige stellen sogar Verbindungen zum Nagelbombenanschlag in Köln im Jahr 2004 her. Dort wird ein Tatverdächtiger mit zwei Mountainbikes gefilmt. Ein Teil der Ermittler vermutet, es muss sich um Rechtsextremisten handeln, denn in der Kölner Kolbstraße leben viele Menschen ausländischer Herkunft. Ein Jahr später, im Juni 2005,
erschießen die Täter in München einen Kleinunternehmer. Er war Grieche. Spätestens jetzt ist offensichtlich, zwischen den Opfern gibt es keine Verbindungen. Immer mehr spricht deshalb für die These, die Mörder sind Rechtsextremisten. Da haben eben die Münchner Profiler eine Analyse erstellt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass auch ein rechtsradikaler Hintergrund wahrscheinlich ist. Eigentlich waren die auch sehr überzeugt davon, dass es ein rechtsradikaler Hintergrund sein müsste, weil es eben überhaupt keine Ergebnisse in einer anderen Richtung bisher gegeben hat. Doch der Öffentlichkeit wird dieser Verdacht nie mitgeteilt. Am 4. November 2011 findet die Polizei in diesem Wohnmobil in Eisenach die Leichen von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Wenige Tage später in Nürnberg. Im Postfach der Nürnberger Nachrichten landet ein unfrankierter Umschlag. Als der Journalist Herbert Für den Umschlag öffnet, ist er entsetzt. Es handelt sich um das Bekennervideo des NSU mit der Comicfigur Paulchen Panther, das die Morde verherrlicht. Man kann es einfach nicht fassen. Selbst beim zweiten oder dritten Anschauen sagt man sich, also, was sind das für Menschen, die sowas zustande bringen? Sich so über Morde zu freuen. Wie die DVD nach Nürnberg kam, ist bis heute rätselhaft. Hatten die NSU-Mörder in Nürnberg Unterstützer? Dafür spricht auch, das Bekennervideo zeigt Artikel aus Regionalzeitungen, die außerhalb Bayerns nur schwer erhältlich sind. Wer hat die Zeitungen gekauft? Eines ist durch die Bekenner-DVD klar. Der NSU ist für die Mordserie an 8 Türken, einem Griechen und der Polizistin Michelle Kiesewetter verantwortlich. Die Vermutung der Polizei, dass es sich um Verbrechen der organisierten Kriminalität handelt, trifft nicht zu. Die Familien der Opfer wurden jahrelang zu Unrecht verdächtigt. Vor den Spitzen von Staat und Gesellschaft spricht Semja Simsek über die Zeit nach dem Mord an ihrem Vater in Nürnberg. Die Familien, für die ich hier heute spreche, wissen, wovon ich rede. 11 Jahre durften wir nicht einmal rein Gewissensopfer sein. Immer lag da die Last über unserem Leben, dass vielleicht doch irgendwer aus meiner Familie, aus unserer Familie, verantwortlich sein könnte für den Tod meines Vaters. Und auch den anderen Verdacht gab es noch. Mein Vater, ein Krimineller, ein Drogenhändler. Können Sie erahnen, wie es sich für meine Mutter angefühlt hat, plötzlich selbst ins Visier der Ermittlungen genommen zu werden? In der Gedenkstunde des Bayerischen Landtags spricht die Parlamentspräsidentin Fehler bei den Ermittlungen offen an. Neben dem Verlust eines geliebten Menschen mussten die Familien der Opfer zusätzliche Belastungen durch fehlerhafte Ermittlungen und falsche Verdächtigungen ertragen. Dafür möchte ich mich auch im Namen der Mitglieder des Hohen Hauses stellvertretend bei den hier anwesenden Angehörigen in aller Form entschuldigen. In Bayern wird als einzigem westdeutschen Bundesland ein Untersuchungsausschuss eingesetzt. Der frühere Verfassungsschutzpräsident behauptet, es gab keinen bayerischen Spitzel im Umfeld des NSU. Doch dann stellt sich heraus, mit Kai D. hatte der bayerische Verfassungsschutz einen V-Mann, der die späteren NSU-Terroristen kannte. Die Top-Quelle traf das Trio immer wieder in dieser Thüringer Kneipe bei einem Neonazi-Stammtisch. Kai D. war weit mehr als ein Spitzel. Worms 1996. Eine Neonazi-Demonstration. Unter den Teilnehmern Kameraden vom Thüringer Heimatschutz wie Tino Brandt, aber auch Uwe Mundlos und Beate Zschäpe. Mitorganisiert hat die Demonstration Kai D. V-Leute haben offensichtlich viel mehr gemacht, nämlich in der Szene auch eine bestimmende Rolle eingenommen, selbst Aktionen organisiert, die es nicht gegeben hätte, wenn es nicht diese V-Leute gegeben hätte. Dieser Vorwurf ist auch dem Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz zu machen, weil unstrittig mittlerweile ist, dass jedenfalls der V-Mann Kai D.
die Szene mit aufgebaut hat in Nordbayern und auch gute Kontakte nach Thüringen hatte. Bei der Garagendurchsuchung im Januar 1998 beschlagnahmt die Thüringer Polizei auch eine Liste mit Kontakten von Uwe Mundlos. Darunter mehrere mutmaßliche Unterstützer der Terrorzelle, auch der bayerische V-Mann Kai D. steht auf der Liste. Neben Kontakten aus Straubing und Nürnberg. Und einer mysteriösen Telefonnummer mit Nürnberger Vorwahl. Im vergangenen Jahr lässt Kontrovers ein altes Nürnberger Telefonbuch mit einem Texterkennungsprogramm durchforsten. Das Ergebnis: Es war die Telefonnummer des Gasthofs Tiroler Höhe. In den 90er Jahren ein polizeibekannter Nürnberger Neonazi-Treff. Wir finden heraus, Mundlos und Bönhardt trafen dort bayerische Kameraden. Besonders brisant: Die Tiroler Höhe lag in unmittelbarer Nähe von zwei Nürnberger Tatorten. Die Liste, ein idealer Fahndungsansatz. Unfassbar, die Thüringer Polizei wertet sie nie aus. Und so glaubt der bayerische Freund von Uwe Mundlos fest daran, dass der Staat das Trio gar nicht fassen wollte. Das kann mir doch kein Mensch erzählen, dass Uwe Mundlos, die Frau Zschäpe und auch der Herr Bönhardt, dass die keinen Kontakt mehr hatten zu ehemaligen Kameraden. Man kontaktiert Leute. Es hat sich ja herausgestellt, dass sie zu den führenden Leuten auch Kontakt hatten. Und dort hat man das Telefon mit Sicherheit mal abgehört, auch wenn es nur für ein Jahr war. Auch Hinweise, die Richtung Coburg deuten, spielen bei der Fahndung keine Rolle. Nur wenige Schritte entfernt vom Nation-Europa-Verlag beim Coburger Bahnhof klingelt im Februar 1999 ein Telefon. Uwe Bönhardt, seit einem Jahr im Untergrund, ruft seinen Kameraden Tino Brandt an. Es geht um Geld. Etwa zur gleichen Zeit wird in Coburg für die drei Geld gesammelt. Am Rande eines Konzerts, so wie diesem hier, mit dem rechtsextremen Liedermacher Frank Rennecke. Und 1998 wird Peter de Hoest nach Erkenntnissen des Thüringer Verfassungsschutzes von einem Bekannten des untergetauchten Trios um Geld gebeten. Die drei sollen ins Ausland verschwinden, ans Kap, nach Südafrika. Schriftlich erklärt Peter de Hoest gegenüber Kontrovers, Zitat: Die Ihnen vorliegende Information ist falsch. Bei meiner politischen Einstellung zu Bombenbastlern wie denen in Jena wäre sicher auch niemand, der mich kennt, auf den Gedanken gekommen, bei mir wegen Unterstützung für diese Schädlinge für das nationale Lager vorzusprechen. Unbestritten ist, Berührungsängste zum engsten Umfeld der sogenannten Schädlinge hatte de Hoest nicht, wie die alten Aufnahmen aus Jena belegen. Bayern und der braune Terror. Mundlos und Bönhardt hatten unzweifelhaft enge Kontakte zu bayerischen Neonazis. Sie demonstrierten in Städten wie München oder Aschaffenburg. Sie verkehrten in einer Nürnberger Neonazi-Gaststätte. Sie lasen rechtsextreme Schriften aus dem Coburger Nation-Europa-Verlag. Doch gab es in Bayern Unterstützer der NSU-Terrorzelle? Diese entscheidende Frage kann vermutlich nur ein Mensch beantworten: Beate Zschäpe, die in München wegen zehnfachen Mordes vor Gericht steht.